Der Augustusplatz am Montagabend. Legida hatte wieder einmal zur Kundgebung und dem sogenannten Spaziergang eingeladen. Nach der Pause in der vergangenen Woche sind Schätzungen zufolge 900 Anhänger des islamfeindlichen Bündnisses zusammengekommen. Ihnen gegenüber standen ungefähr ebenso viele Legida-Gegner. Die haben schon am Nachmittag mit zahlreichen Protesten begonnen. So marschierte zum Beispiel das Bündnis Refugees Welcome durch die Innenstadt. Auf dem Platz vor dem Gewandhaus hatten sich auch wieder die Anhänger von Legida das Original eingefunden, also den Leipziger Ethanolfreunden gegen die Illegalisierung des Alkohols. Trotz der verschiedenen Ansätze sprachen die Demonstranten eine gemeinsame Sprache. Solange man versucht, Hass zu schüren, braucht man sich nicht an einen Tisch zu setzen. Es ist ja völlig okay, wenn man sagt, man demonstriert gegen den Niedergang des Sozialstaats, man demonstriert gegen Hartz IV, gegen all die Sachen kann man ja demonstrieren, aber die haben ja nichts damit zu tun, dass Flüchtlinge herkommen. Und das ist wahrscheinlich die Message, dass man das trennen muss und dass die Flüchtlinge willkommen sind, natürlich. Pünktlich um 19 Uhr begann dann die Kundgebung der Islamkritiker auf dem Opernvorplatz. Legida-Organisator Silvio Rösler sprach vom Verrat der Sozialdemokraten am Volk und davon, dass sich die Demokraten ihr eigenes Grab schaufeln. Plötzlich wurde der Redner von lautem Getrommel übertönt. Eine Samba-Gruppe skandierte laut: Refugees are welcome here. Flüchtlinge sind hier willkommen. Die Polizei musste einschreiten, die Demonstranten waren zu nah an der Legida-Demo. Wir als Polizei sind immer gefragt, unterschiedliche Versammlungsteilnehmer auch zu trennen. Und da verfahren wir natürlich nach dem Neutralitätsprinzip. Und das bedeutet nichts anderes, als dass wir unsere Aufgaben erfüllen, wie es uns als Polizei zusteht, Recht und Ordnung umsetzen. Und mehr wollen wir nicht. Und das machen wir auch pflichtbewusst. Und daran halten wir uns. Schließlich setzte sich der Spaziergang in Bewegung. In Marschformation, wie Silvio Rösler es nannte. Der Weg führte die Islamkritiker über die Wintergartenstraße und die Querstraße zurück zum Augustusplatz. Laut einem Polizeisprecher ist es dabei ruhig geblieben. Alle Teilnehmer hatten sich auch an das Vermummungsverbot gehalten. Ein Programmpunkt stand da noch auf der Legida-Tagesordnung. Pegida-Gründer Lutz Bachmann sollte per Livestream aus Dresden zugeschaltet werden. Aufgrund einer technischen Störung klappte dies allerdings nicht. In der kommenden Woche soll das dann funktionieren und viele Gegendemonstranten wollen auch in der nächsten Woche wieder mit dabei sein. Ich finde es schon wichtig, dass man sich zeigt und sagt, wir wollen das nicht, also nicht Legida. Eigentlich, mir wäre es am liebsten, wenn jedes Mal so viele Leute auf die Straße gehen würden wie ganz am Anfang, um halt klar zu zeigen, die ganze Stadt ist eigentlich dagegen. Ich bin selber in einer Kleinstadt groß geworden mit furchtbar vielen Nazis und habe da auch oft, nicht so schöne Erfahrungen gemacht. Deswegen werde ich immer dastehen, wenn es gegen Nazis geht.